willkommen bei Singing Secrets im Stimmklang-Gesangsstudio. Mein Name ist Denise Seyhan, ich bin Gesangspädagogin und Opern- und Konzertsängerin. Heute erkläre ich euch, was es mit dem Gaumensegel auf sich hat. Um einen schönen, vollen, glockigen Klang zu bekommen, muss man beim Singen das Gaumensegel heben. Sowohl bei der Klassik als auch in der Belting-Technik. Also was man für Musical, Rock und Pop braucht. Das geht ein bisschen anders als bei der Klassik und ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Sound anders ist. Das erkläre ich nochmal in einem anderen Video. Heute beschränke ich mich auf die klassische Gaumensegeltechnik. Es gibt mehrere Situationen, wo man das Gaumensegel von alleine hebt. Das ist einmal beim Gähnen. Einmal beim Niesen. Oder wenn man in einen Raum reinkommt und es stinkt total, aber man will auf gar keinen Fall einatmen und vor allem muss man sich dabei unterhalten, dann macht man so ein bisschen die Nase dicht und spricht vielleicht so ein bisschen höher. Jetzt probiert mal, ob ihr damit was anfangen könnt und es nachmachen könnt. Das ist meistens relativ schwierig. Wichtig ist, dass wenn ihr diese Es-stickt-Variante benutzt, dass ihr nicht die Stimme hier unten drüber leitet. Das führt nämlich auch ganz schnell dazu, dass man einen Würgereflex hervorruft. Ich erkläre kurz, was das beim Gähnen ist. Wenn wir gähnen, dann geht das Gaumensegel erst am Anfang nach oben, nach hinten und kippt dann nach hinten runter. Diese krasse Öffnung nach hinten ist nicht gemeint. Das ist relativ ungünstig, weil das dafür sorgt, dass der Ton im Mund bleibt und man verliert die Flexibilität und auch die Textverständlichkeit. Weil damit guten Text zu sprechen ist fast nicht möglich. Vor allem hat man dann auch keine Möglichkeit mehr oder wenig Möglichkeit, die Stimme wirklich nach vorne zu schicken. Und das brauchen wir, um über das Orchester drüber zu kommen. Deswegen spür mal, wenn du anfängst vom Gähnen, dann geht das Gaumensegel nach vorne, oben, hoch. Und das ist die richtige Bewegung. Beim Niesen, mir hat das Niesen sehr gut geholfen, wenn man halt am Anfang ist vom Niesen. Ich spüre, dass sich hier was hebt. Haben wir dann auch gleich den Sitz. Gut, aber zum Stimmsitz komme ich später. Wenn dir diese drei Vorstellungen nicht helfen, gibt es noch einen anderen Weg. Und zwar, halt dir mal die Nase zu. Wenn du dir die Nase zuhältst, geht das Gaumensegel nämlich automatisch hoch. Jetzt musst du versuchen, oben drüber zu sprechen. Also nicht in die Nase rein, sondern oben drüber. Man kann auch unter die Nase drunter sprechen. Wie mache ich das? Naja, wenn du in die Nase reinsprichst, wie machst du das? Du leitest die Stimme in die Nase. Das machst du über Vorstellung. Genauso funktioniert das, dass du die Stimme oben drüber leitest. Nämlich so. Das kannst du jetzt mal üben, indem du einfach mit Nase zu eine Tonleiter singst. Geht eigentlich. Man muss halt schauen. Normalerweise will die Stimme, wenn sie nach unten geht, ein bisschen runterrutschen. Das heißt, du musst den Gaumen ein bisschen höher heben, damit die Stimme oben drüber bleibt. Beziehungsweise projiziere die Stimme immer wieder oben rein in diese Position, dass du das Gefühl hast, du bleibst oben drüber. Dann passiert nichts und dann ist die Oktave auch gar kein Problem. Als nächstes, wenn du das verstanden hast und es funktioniert, kannst du probieren, die Nase immer mal wieder so wegzunehmen. Und dann spürst du nämlich, wenn du die Nase immer wieder wegnimmst, ob der Gaumen oben bleibt und der Ton oben drüber bleibt oder nicht. Wenn du das verstanden hast, ist es eigentlich ganz einfach. Dann kannst du einfach mal alles oben drüber singen. So gut
Es ist sehr komplex mit dem Gaumen. Es erfordert ein bisschen Geduld, Nerven und immer wieder probieren, weil diese Muskeln benutzen wir nicht, normalerweise zumindest. Und manche verstehen es sofort. Manche brauchen ein bisschen Zeit, es ist aber völlig okay. Und erspüren mit der Zeit diese feinen Muskelchen, die da zusammenspielen. Und jetzt viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein paar Likes und teilt das Video in eurer Community.